Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bringe jetzt gleich Alice in den Kindergarten und anschließend möchte ich zum Action fahren, denn mein Mann hat heute Spätschicht, er bleibt bei Nina. Und ich fahre jetzt schnell zum Action und guck mal, was ich da für den Adventskalender alles besorgen kann. Denn ich habe noch gar nichts geplant und ich habe noch gar nichts. Aber ich möchte schon gerne wieder einen selbstgemachten Adventskalender machen, so wie ich das letztes Jahr für Alice gemacht habe. Für Nina gab es letztes Jahr keinen richtigen. Ich habe damals nur einen Tannenbaum gemacht aus Filz und habe diesen Baumschmuck sozusagen in so Tütchen verpackt und das durfte dann Nina und Alisa beide jeweils auspacken und an den Baum hängen. Aber für Alisa gab es auch noch extra Kalender, den zum Beispiel Nina nicht gehabt hat, weil ja, ja, weil sie einfach zu klein gewesen ist. Ich glaube, ja, so war das. Ich hoffe, ich vertausche nichts, aber dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall den beiden den gleichen machen oder beziehungsweise halt wirklich solche Tütchen mit irgendwelchem Spielzeug drin und ein paar Süßigkeiten. Ja, es kommt darauf an, was ich so alles finden kann. Ich möchte jetzt nicht unnötig irgendeinen Blödsinn kaufen, aber es muss schon den Kindern gefallen und mal schauen, ob ich vielleicht bei Action irgendwas finde. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas zum Baden mitnehmen. Das kommt ja bei den Kindern immer gut an und ja. Auf jeden Fall sehen wir uns einfach später. So, ich bin schon zu Hause und ihr habt ja gesehen, ich habe diesen Puzzle mitgenommen. Den 3 Plus haben wir irgendwie nicht. Ich habe nur ein Puzzle, was 3 Plus ist. Alles andere ist 4 Plus, 5 Plus. Und für Nina ist das jetzt gerade passend. Und im Action sind die ja extrem günstig. Die findet man, glaube ich, nirgendwo so günstig wie im Action. Und die Qualität ist gut. Also die sind nicht zu dünn oder so. Ich denke, die werden schon sehr lange halten. Nicht. Süß, das. So, guck mal. So. Guck mal, da ist ein Eck. Das könnte passen. Von der anderen Seite, Schatz. Ja, hier, genau. Wow, super. Und was kommt dann? Schau, hier hast du schon eins, was du schon davor machen wolltest. Und passt es? Ja, toll. Willst du das zweite machen? Ja, weitermachen. Cool, klasse gemacht. Noch ein Kaffee.
Mama muss noch eins kaufen. Ja. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und jetzt wollte ich euch auch meinen Einkauf zeigen, was ich heute gekauft habe für die Mädels. Die sind da drüben. Ich hoffe, das klappt, dass ich das jetzt kurz zeigen kann. Ich mache hier zwei Adventskalender, einen für Nina und einmal für Alissa. Da muss ich schon etwa immer gleiche Sachen reinlegen, weil ansonsten wäre das unfair. Und deswegen, ich habe zweimal solche Eier gekauft von LOL. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Ich denke, da ist irgendeine Figur drin und Schokolade oder so. Auf jeden Fall die zwei. Dann hat letztes Mal Lisa solche gesehen und wollte die kaufen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme die für den Adventskalender. Dann zweimal Nagellack. Der ist so mit Glitzer in so einer Waffelform. Und so auf der Kamera sieht man das vielleicht nicht, aber der glitzert ganz schön. Aber das ist so ein komisches Dunkelblau mit Grün und Blau zusammen irgendwie. Ich bin gespannt, ob das was Gutes ist. Und einmal auch so eins, so ein Lila und auch mit so einem Glitzer drin. Dann habe ich zwei Tütchen Playmobil mitgenommen. Da sollte irgendeine Figur drin sein oder so. Einfach so zwei Stück. Dann habe ich was Süßes entdeckt, was wir so noch nie gekauft haben. Das soll auch wie so eine Eisform. Insgesamt sind da ja vier Stück drin. Und dann habe ich noch Stifte gekauft, solche Glitzerstifte. Und ja, die würde ich dann auch einmal Nina eins einpacken, einmal Alissa. Und dann können die auch tauschen. Genau. Und das war jetzt für den Adventskalender. Ansonsten habe ich da noch sowas gefunden. Das ist ja so eine Knete, die man im Ofen backt, die man halt in den Ofen reintun kann. Und ja, dann hat man fertige Figuren, die dann halt fest sind. Ja, das war gar nicht so teuer. Ich glaube, 3 Euro oder so hat es gekostet. Und dann so zwischendurch, ich habe ja den Kindern mal auch so Kakao mit Marshmallows gemacht und Alissa fragt immer nach und ich vergesse immer, welche zu kaufen. Und da waren sie auch, glaube ich, 79 Cent oder so. Und ja, einfach so für zwischendurch habe ich die mitgenommen. Und aus dem Action komme ich nie raus ohne diese feuchten Tücher. Und ich habe jetzt diesmal nur eine mitgenommen. Ich habe noch welche zu Hause, die brauche ich jetzt nicht so dringend und deswegen kam nur eine mit, aber ja, die finde ich einfach super. Das war jetzt doch nicht so viel, wie ich mir gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich finde noch mehr Sachen. Hallo, guten Morgen. Es ist jetzt wieder der nächste Tag. Mein Mann hat heute frei und ich habe das Auto und ich habe mir vorgenommen, ich fahre jetzt in eine größere Stadt und besorge jetzt alles für den Adventskalender, dass ich nicht nochmal fahren muss. Es ist ja jetzt nicht mehr lange hin und ich muss jetzt auf jeden Fall alles besorgen. Ich fahre jetzt los und wir sehen uns einfach später dann nochmal. Wieder zu Hause angekommen und solange Nina noch schläft, zeige ich euch mal schnell, was ich so gekauft habe. Und zwar, ich war in einem Dekoladen. Da gab es diese Tütchen, die sind in 3 verschiedenen Mustern. Und haben 4,95 gekostet. Da sind auch gleich diese Ziffern drin zum Aufkleben. Ich habe jetzt in 2 verschiedenen Farben mitgenommen, damit ich das dann einfach unterscheiden kann. Dann habe ich da auch diese Klammern mitgenommen. Und was ich noch dort gefunden habe, waren diese Taschenwärmer. Das finde ich ja gar nicht mehr so schlecht jetzt zur Zeit, da wir ja zum Kindergarten meistens zu Fuß laufen. Und das dauert schon etwa eine halbe Stunde, bis wir dann dort drüben sind. Sowas im Winter zu haben, ist gar nicht mehr so schlecht. Hatte ich früher auch mal gehabt, als ich 12 oder 13 Jahre alt war. Ja. Und ich habe einfach die 2 verschiedenen Motive mitgenommen. Ich denke, dass das vielleicht Alissa kriegt und das kriegt Nina. Ich war kurz beim Kick, weil ich einfach nach Kleinigkeiten gesucht habe. Aber irgendwie gibt es zurzeit nichts, was mich so anspricht und... Ja, da war ich in mehreren Läden, bis ich dann was zusammengesucht habe. Zum einen habe ich die hier mitgenommen. Ich denke, die sind aber nicht für den Adventskalender, weil ich das schon öfters gekauft habe. Die finde ich ganz gut so für zwischendurch. Dann, ich glaube, das war beim Kick. Da habe ich einfach solche Lollis mitgenommen. Die sind auf jeden Fall für den Adventskalender gedacht. Dann habe ich, das war glaube ich auch beim Kick, genau, dann habe ich diese Armbänder gefunden. Das sind solche, die man dann einfach so draufklatschen kann. Kennt hier bestimmt jeder und Alissa mag auch mehr Jungfrauen und da habe ich mir gedacht, ich nehme
zwei. Einmal für Lisa, einmal für Nina. Das war, glaube ich, Teddy jetzt. Genau, hier steht Teddy drauf. Das sind solche Radiergummis in Eiskönigin-Form sozusagen. Die alle könnten sein. Also eins davon ist auf jeden Fall drin. Übrigens haben wir letztens auch irgendwas gemalt und ich habe gemerkt, dass ich nicht mein Radiergummi zu Hause habe. Oder beziehungsweise früher hatte ich das, aber irgendwie ist es verschwunden. Und ja, das war das. Und beim Teddy habe ich auch noch ein paar Sticker mitgenommen. Also zwei davon kriegt Nina, zwei davon kriegt Alisa. Und ja, so Glitzer. Sticker finde ich ganz hübsch. Haben alle 1 Euro gekostet jeweils. Und ja, die lege ich auch mit in den Adventskalender. Und zum Schluss war ich noch beim DM. Oh Gott, jetzt habe ich hier mein Bett dreckig gemacht. Ich habe hier meine Tasche ausgeschüttet. Das war eigentlich das, was ich letztes Mal holen wollte bei DM. Diese Badeüberraschung. Das hatten wir schon mal. Und diese Figuren, die fanden meine Mädels richtig toll. Und ja. Und dann auch noch diese hier, Badekugeln. Da müsste ja auch eine Badeüberraschung drin sein. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob wir solche mal gehabt haben. Ich glaube ja, aber ich weiß nicht mehr, was für eine Form damals da rausgekommen ist, ob da was Sinnvolles war oder nicht. Aber die riechen auf jeden Fall sehr lecker. Und zum Schluss habe ich den ein paar Klammern mitgenommen. Die hier habe ich mir für Lisa überlegt und an demselben Tag lege ich dann der Nina diese hier rein. Mit den Häschen, das finde ich auch ganz hübsch. Dann noch diese hier mit einem Seepferdchen und einem Sternchen. Und diese hier. Und zum Schluss habe ich den beiden auch noch solche Ringe geholt. Hier ist natürlich noch nichts dabei oder beziehungsweise nur eins ist davon Süßigkeit. Ich werde natürlich noch ein paar Süßigkeiten dazu kaufen und dann mit reinlegen. Aber ich denke, das reicht auf jeden Fall das, was ich schon gestern geholt habe und heute. Ich denke, das reicht vollkommen für den Adventskalender und dazwischen lege ich noch Süßigkeiten rein. Und ja, wir sehen uns einfach später. Hallo, jetzt melde ich mich wieder zurück. Und zwar sind jetzt einige Tage vergangen und heute mache ich endlich den Adventskalender fertig. Es ist jetzt nichts super Aufwendiges. Ich wollte das einfach nur 2 Stück einfach nebeneinander aufhängen und ja. Aber ich mache auf jeden Fall mit euch zusammen. Dann zeige ich euch auch, was ich dann für Süßigkeiten dazu gekauft habe. So, ich sitze in meinem Schlafzimmer, damit die Kinder das nicht mitbekommen. Und ich habe mir das jetzt alles einfach nur so hingelegt, damit ich weiß, was ich denn alles habe und was ich denn alles verwenden möchte. Ihr habt alles gesehen, außer die 2 Sachen. Und zwar habe ich dann noch 2 Malbücher gefunden, die ich dann auch hoffentlich mit reinpacken kann. Die gab es, glaube ich, beim Teddy. Und was ich noch die Tage gefunden habe, war das hier. Das ist sowas zum Auskratzen. So ein Kratzbild. Und das lege ich auch mit dazu. Einmal für Nina und einmal für Alisa. Und die gab es, glaube ich, bei Müller für 99 Cent. Genau. Und alles andere werde ich einfach Süßigkeiten reinlegen. Ich habe einfach ganz, ganz verschiedene. Es werden natürlich nicht alle gebraucht. Die restlichen esse ich auch gerne auf. So ist es nicht. Dann würde ich sagen, ich starte einfach. Und das habt ihr ja schon gesehen, alles im Video. So, ich habe mich jetzt doch entschieden, euch das so zu zeigen, aufgereiht. Denn es ist ein bisschen schwierig, in der Kamera zu zeigen, wie ich das verpacke. Hier habe ich schon 1 eingepackt. Und das wird jetzt Nummer 2 sein. Das wird dann Nummer 3 sein. Ich habe immer irgendwas Süßes reingelegt. Ja, ich finde, über die Weihnachtszeit darf das schon ein bisschen was Süßes dabei sein. Und die freuen sich und ein paar Kleinigkeiten dürfen da schon rein. 4, 5, 6. Da habe ich jetzt extra keine Süßigkeiten mit reingelegt. Da ja Nikolaus kommt, ich habe ja diese großen Eier gekauft und ja, das reicht vollkommen. Das ist definitiv auch zu viel Schokolade, die essen das nicht alles auf, aber auf jeden Fall, hier gibt es jetzt keine Schokolade dazu oder sowas oder nichts Süßes. Dann kommt die 7, dann 8, ist nur Schokolade halt, nur was Süßes. Ich habe jetzt einfach so immer irgendwas Süßes dabei.
Wenn jetzt irgendwie so Aufkleber sind, dann ist ein bisschen was Süßes dabei. Und wenn dann kein Spielzeug dabei ist, dann darf ein bisschen mehr rein. Ja. Genau. So sieht es aus. Und das ist der 24. Da bekommen sie ja nichts so Süßes, sondern die bekommen ja Geschenke unter den Tannenbaum. Und deswegen gibt es hier in dem Tütchen nur Schokolade sozusagen. Und ja. Jetzt bin ich endlich fertig und ich möchte mich nur noch von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet wieder Spaß zuzuschauen. Wenn es so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!